Okay. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Sehen wir natürlich nicht. Endlich können wir uns ein bisschen schneller bewegen hier. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte! Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht! Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Wir lösen das ganz einfach. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja, aber zuvor sammeln wir alles ein. Meine gute Lara. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell. Der Neumond. Da ist eine Inschrift. Okay. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Chak'Chell, na logisch. Ich muss da runter. Bin ich da nicht drauf gekommen? Und das ist jetzt neu, man kann sich wirklich abseilen. Okay, das müsste gehen. Oi. Alles klar. Commander Rook, sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Das mit dem Abseilen muss man sich nur erstmal merken.
Uiuiuiui. Alle Einheiten bereit. Doch schon, es geht wieder schief. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Mach ich doch schon. Sowas hat man bestimmt seit, weiß ich nicht mehr, Tomb Raider Underworld nicht mehr gemacht. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Was halten Sie? Hm? So, was ist das? Gedrückt halten, nicht? Das ist es. Ganz schön knapp. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Das ist echt düster. Das wird auf YouTube jetzt alles ein bisschen dunkel sein und generell die schwarzen Flächen vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben kann. Vielleicht ein bisschen. Naja, ihr seht's ja. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Während das bei mir noch alles scharf ist, ist es bei euch wahrscheinlich schon ein bisschen pixig. Aber besser geht's mit meiner Internetverbindung nicht. Damit müsst ihr euch leider abfinden. Oh Mann. So, hier ist schon die erste Falle. Alles klar. Die uns hätte eventuell töten können. Aber wir haben die Falle ausgetrickst. Ratten. Kleine süße Ratten. Was ist das hier? Das ist natürlich eine gute Frage. Zellen. Ja. Zellen, aus denen es keinen Entrinnen gab. Obwohl diese. Na gut, das wird vielleicht nicht immer so ausgesehen haben, aber wenn diese Zelle schon immer so aus war, hätte man da locker durchsteigen können. Ein Fähigkeitspunkt. Yay. Brauchen wir nur wieder ein Basislager. So wie schon in Vorgängerteilen. Schön, dass wir jetzt von Anfang an auch ein Messer haben. Ist nix. Und was auch neu ist in diesem Spiel, es gibt endlich ein paar Wasserlevel. Müssen wir wirklich auch aufpassen, dass eben die Luft nicht ausgeht. Hält auf jeden Fall deutlich mehr aus.
wie die alte Lava. Es war schon knapp und hart an der Grenze. Ich gehe trotzdem nochmal da lang, weil ich nicht weiß, ob da noch was ist. Ja, wow. Hätte ich so einfach haben können. Das sieht ja auch verdammt cool aus. Ungefährlich wird das hier nicht sein. Und man hat die Möglichkeit zum... Luft holen! Oh je, oh je, oh je. Das ist natürlich kritisch jetzt. Meine Lara. Also Lara aus Rise of the Tomb Raider, wer schon längst ersoffen. So, und genau bis hierhin habe ich schon testweise gespielt. Alles, was jetzt kommt, ist für mich, genauso wie für euch, hoffe ich, nachdem Dominguez sucht. Völlig blind und... ja, keine Ahnung, wie es weitergeht und was jetzt hier alles kommt. Ich habe keine Ahnung. Ho, ho, ho. Fallentechnisch ist hier auf jeden Fall viel los. Uiui, so wollte ich das gar nicht. Aber war cool so. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Gut. Ich finde das nicht so gut. Das ist nicht gut. Vielleicht doch. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. So wie Trinity das immer macht. Boah. Okay. Klappt das trotzdem? Ja. Das ist ein Leck. Lara, gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Bäh. So, alles klar. Ah, und das können wir jetzt vielleicht hier so runterschieben.
Soll ich jetzt... Uiuiui. Ui, ui. Nein, hoch mit dir. Heilige Scheiße! Ja. Heilige Scheiße trifft's. Was? Das gefällt mir. C ist Nahkraft? Nee. Ich hab F gedrückt versehentlich. Alles klar. Kein Kommentar. Wir müssen das zu solchen Sachen ausschalten. Okay, so Stolperdraht auf keinen Fall übersehen. Könnte für uns tödlich enden. Das ist auch so ein... Nee. Jetzt will ich auf alles achten, was so aussieht. Hey. Die Glockenplattform hängt fest. Sie hängt also fest. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. So. Ich hab's hier irgendwas. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, ich drück, mach das doch nur, damit ich sehen kann, ob da was ist. Nun, dann drehen wir das so, dass es... Naja. Nehmen wir dann diese Richtung gezeigt, dann ziehen wir es hoch und dann lassen wir es einfach los. Und dann dürfte das unser Problem lösen. Oh, sei so. Das war jetzt doof. Ne, ich muss doch auch andersrum drehen. Schade. Jetzt will ich es nicht mehr. Bad. Ist doch auf dem richtigen Weg. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Hä? Hab ich den jetzt gemacht? Ja.
Ach so, ich... Ich weiß jetzt, warum ich es nicht mehr drehen konnte. Ich das entfernt habe. Sky High. Was geht? Ist einer, der zuguckt. Ist so weit wie möglich. Bumm. Alles nimmt seinen Lauf. Kommt gleich von hier weiter mal. Oh. Naja. Nix so schlimm. Noch ist nicht viel passiert. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben? Ein Vulkanausbruch? So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Oh, okay. Oh je. Da ist. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Was habe ich getan? Nichts Gutes hast du diesmal getan. Nichts Gutes. Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Besser gesagt, Lara hat's gefunden, was sie gesucht hat. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja,
Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend, schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Oh. Wie läuft's mit der Pumpe? Der läuft gar nicht mehr. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Das hält mich jetzt schon als Assassin's Creed hier. Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Jetzt fehlt ja nur noch das Pfeifen eigentlich. Verdammt! Ach, keine Sorge, kriege ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Status? Halten Sie, hm? Fast was läuft da am Tor? Verstanden. Die Geologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Hey, wer redet da? Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Hey, ich sehe mich mal um. Mir gefällt das nicht. Was ist das hier noch? Du hast keine Privilegien mehr. Commander Rourke, hier ist Gamma Leader. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Hey, Josefs Vater. Guten Tag. Mann, die Schrift ist aber heute... Warum ist das so ein mieses Blau? Das kann ich fast nicht lesen. Okay, wo muss ich hin? Schön, dass jetzt doch noch ein paar Leute dazukommen. Die Hilfe kann er langsam mal weglassen. Ich muss schnell sein. Langsam weiß ich, was ich drücken muss. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rourke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig.